Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Replays. Heute hier mit einem Match aus der Gruppe J, glaube ich, der zweiten Gruppenphase der Dreamhack Leipzig. So langsam aber sicher sind wir in den letzten Gruppen der Dreamhack angekommen und heute haben wir hier ein schönes ZVZ vor uns. Und zwar haben wir hier links oben gespawnt den grünen Zerg. Es ist Minimath. Und sein Kontrahent hier auf der anderen Seite ist der blaue Zerg, es ist Violet. Und beide hier möchten direkt wieder ernst hier machen. Beide mit einem sehr frühen Pool. Auf der anderen Seite haben wir das Gas ziemlich früh, das heißt, hier wird es einen Speedling All-In geben. Eventuell mit einem Bailing hinterher. Pool kommt jetzt erst, aber wir sehen hier 14 von 14 haben wir hier. Auf der anderen Seite auch 14 von 14. Der Pool ist allerdings schon deutlich weiter. Hier haben wir also einen, einen Ling-Push, einen großen. Ohne Speed allerdings. Mal schauen, wie das so wird. Ob Violet hier jetzt schon Schaden machen kann, der das Spiel beenden kann. Oder ob der frühe Pool von Minimath hier zu einem Vorteil von ihm führt. Denn er wird gleich auf jeden Fall Speed andrücken können. Wir sehen hier 72 Gas jetzt schon gesammelt. Das heißt, es geht hier stark auf die 100 zu. Aber die ersten 6 Linge sind hier schon im Bau. Und Violet fährt danach seine Drohne hier runter. Möchte also die Hatchery danach nehmen. Ohne Speed. Also hier erstmal den Gegner unter Druck setzen, hofft wahrscheinlich darauf, dass der Gegner einen Hedge First gespielt hat. Das ist allerdings nicht der Fall, denn der möchte selber schießen. Ja, und hier sehen wir auch die ersten Dinge im Bau, 6 Stück. Das heißt, die werden sich hier neutralisieren. Wir werden hier auch schon den Speed sehen. Das Ganze dauert allerdings noch gut 60 Sekunden hier, bis Speed durch ist. Bis dahin wird das Ganze natürlich hier ein bisschen schwieriger werden. Bandling Nest kommt dazu. Das heißt, Minimath möchte auf jeden Fall auf einer Basis hier selber pressuren. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn Violet hier sieht, dass dort noch keine Hatchery ist. Wird er direkt umdrehen? Könnte ich mir vorstellen. Muss jetzt hier aufpassen. Nein, er greift direkt an. Geht hier direkt in die Ling-Duelle. 6 gegen 6 Linge. Jetzt sind allerdings noch 2 weitere von Violet dazugekommen. Aktuell sehen wir hier in dem Unit-Count, dass Violet aktuell besser dastehen sollte. Ja, ein Ling mehr. Es kommen hier auch immer weitere dazu. Und ja, wobei immer weiter stimmt auch nicht, denn hier wird gedroht. Auf der anderen Seite kommen weiter Linge. Wir sehen hier inzwischen 13 an den Arbeitern. Arbeitercount ist allerdings bei beiden gleich. Und ja, Violet möchte hier jetzt verhindern, dass Minimath selbst expandieren kann. Versucht hier mit seinen eigenen Lingen Druck zu machen. Aber wir sehen hier 10 weitere Linge von Minimath. Währenddessen geht es hier jetzt drauf. Aktuell leben hier vorne genau die gleiche Anzahl. Jetzt kommen aber hier weitere Reinforcements dazu. Hier wird ein defensiver Bandling gemorpht. Und Speed ist durch. Speed ist durch. Damit kann er jetzt hier alle Linge abgreifen, ohne dass die wirklich was dagegen setzen können. Denn wegrennen können sie auf jeden Fall nicht mehr. Und die Überzahl ist jetzt einfach dort. Die Linge von Violet wurden getötet. Wir haben aktuell gleiches Supply. Wir haben allerdings auch ein gleiches Army Supply. Denn hier werden 10 Linge wieder gebaut. Spinecrawler ist auch noch da. Der wird jetzt hier unten an seine Hatchery gemacht. Aber wir haben hier 2 Hatcheries, die allerdings beide aktuell nicht injected werden. Das heißt, die Larvenanzahl sollte relativ gleich sein. Die Linge sind jetzt hier. Die Queens blocken allerdings hier das Hochlaufen. Aber die ersten Linge von Violet gehen schon down. Speed ist hier halt noch überhaupt nicht da, weil wir auch überhaupt kein Gas haben. Das heißt, Speed kann gar nicht dazukommen. Aber 3 Queens, 2 Spinecrawlers und einige Linge können jedoch schon verhindern, dass hier großer Schaden gemacht wird. Aber wir sehen hier direkt die Goldbasis von Minimath. Der denkt sich jetzt, mit meiner Map Control hier kann ich hier relativ sicher expandieren. Und da ich einen Vorteil haben möchte, nimmt er sich halt die Goldbasis. Violet hat das Ganze gesehen mit seinem Overlord, muss allerdings jetzt hier defensiv bleiben. Die beiden Spinecrawler sind gerade entwurzelt, aber das möchte Minimath dann doch nicht eingehen, dieses Risiko in diesem Zeitpunkt zu pressuren. Das hätte funktionieren können, wäre aber riskant gewesen. Währenddessen werden jetzt die Drohnen von Violet gebaut. Er hat oben hier 18 Stück, an der Natural selbst sind nur 3, da sollte man ein paar rübersliden. Jetzt kommt das erste Mal das Gas dazu, bei 4 Minuten jetzt schon knapp. Und hier wird weiter fleißig Gas gemeint. 250 Gas hat er aktuell. Mit dem sollte man entweder was anfangen. Also entweder hier den Leertag nehmen oder hier auf Roach rollen. Auf Roaches hier committen. Das wären eigentlich so die beiden Möglichkeiten, die sich ihm bieten. Hier kam jetzt direkt der Inject. 7 Drohnen sind jetzt hier an der Goldbasis. Und wir können gleich mal aufs Income schauen. Da sollten beide relativ gleich sein. Aktuell führt hier die Goldbasis sogar ein Stück, obwohl hier deutlich weniger Worker sind. Aber diese Goldbasis, die sind natürlich immer deutlich effizienter. Aktuell ist ja sogar so, dass die Goldbasis hier und hier weggenommen wurden. Ob sie hier, weiß ich gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall die hier wurde weggenommen. Dafür ist die Natural Expansion jetzt sogar eine Goldbasis. Das Ganze ist allerdings hier in diesem Patch natürlich noch nicht, wo dieses Spiel gespielt wurde. Jetzt sollen diese Linge noch mal reinrennen. Könnte hier die Queens angreifen, aber da sind zu viele Linge von Violet, Violet selbst hat hier auch eine Drohne am Start, möchte jetzt also auch hier seine dritte Basis nehmen. Möchte also hier gleich auch den Vorteil der Goldressourcen bekommen. Wir sehen hier aktuell natürlich deutlich mehr Drohnen bei Violet. Das Income allerdings noch gleich. Ja, Roadtron jetzt auf beiden Seiten fast zeitgleich durch. Plus 1er Attack Upgrade für die Geschosse, also für Roaches oder auch später Hydras, wird hier erforscht. 20 Sekunden sind da schon vergangen. Auf der anderen Seite haben wir keine Evolution Chamber, aber wir haben Gas, was gemein wird. Und natürlich den Roach Jordan, das heißt, es können gleich Roaches kommen. Da kommen auch schon die ersten beiden, die jetzt im Bau sind. Vorne 2 Spinecrawler, hinten haben wir aktuell nur ein paar Linge und ein paar Bandlinge. Wir schauen auf Supply, da sind beide relativ ausgeglichen. Dieser 0 hier stimmt natürlich wieder nicht. Können wir hier ins Army Supply gucken, da sehen wir hier... Vom Value her sind da doch beide gleich. Nein, jetzt kam nochmal eine große Roach-Runde von Violet. Das heißt, Violet führt jetzt im Army-Value. Hier gab es Doppelgas, also Minimath will hier selber auch viel Gas sammeln für seine eigenen Roaches. Hat auch das Roach-Upgrade jetzt schon im Bau. Auf der anderen Seite gibt es das nicht. Da gibt es einfach nur pure Roaches durchgedrückt. Die Queens versuchen jetzt hier den Overlord zu bekommen. Das könnte gelingen. Da ist nämlich kein Highground. Währenddessen gibt es hier sehr schöne Link-Kämpfe, die allerdings Minimath gewinnen. Und jetzt muss hier Violet aufpassen, denn seine Queens sind jetzt ziemlich auf Guard. Aber da kommen noch weitere Roaches dazu. Damit kann er das Ganze verteidigen. Und ja, es sieht so aus, als würde dieses Spiel, was doch sehr, sehr cheesy angefangen hat, sich wirklich hier transition in eine... Ja, Makropartie. Die dritte Basis von Minimath steht. Die von Violet sowieso hat hier 12 Drohnen am den Mineralien, hat dafür hier einige von seinen Arbeitern an seiner Natural nach unten gezogen. Das ist natürlich auch absolut sinnvoll. Schon aus dem Kanal sollte jetzt vorne sein, genau. 1400 zu 1350 oder so. Ist auf jeden Fall nicht so extrem. Währenddessen gibt es hier immer wieder weitere Duelle. Die ersten Ravager sind jetzt da. Oh, sehr schöner Ravager hit auf den Bandling hier. Aktuell würde ich sagen, hat Minimath gefühlt einen Tick mehr Army, aber dafür haben wir hier Queens und wir haben Spinecrawler. Queens sogar mit Injects, das heißt, da kann er gut was machen. Aber Minimath möchte jetzt hier direkt Eco-Schaden machen. Wir schauen hier auf den Worker. 3 Worker wurden getötet, währenddessen geht es hier weiter in den Mainfight. Da wird sich Violet über kurz oder lang durchsetzen können, denn er hat aktuell deutlich mehr hier. Wenn's im Supply ist, er vorne und die Einheiten von Minimath sind alle sehr, sehr angeschlagen. Zieht sich jetzt allerdings jetzt zurück. 3 Drohnen waren nur down gegangen bei diesem Harassment. Das ist jetzt nicht so viel. Violet selbst baut 7 Drohnen nach. Auf der anderen Seite sehen wir gar keine Drohnen, die nachgebaut werden, sondern einfach nur Roaches. 3 einsame Drohnen fahren hier an seiner, ja, eigentlich Natural, in diesem Fall aber dritten, herum. Und mein, einer davon wurde jetzt sogar noch zum Extraktor. Nicht so klasse, was seine Eco anbelangt. Allerdings hat er das plus 1er Tech Upgrade. Das hat hier Violet nicht. Wir sehen es auch hier. Auch überhaupt noch nichts irgendwie in der Art im Bau. Aber apropos Bau, hier kommt nämlich der Bau. Der Leertech kommt dazu, mit dem er natürlich den Roach Speed erforschen kann. Sollte sich aber jetzt langsam aber sicher auch mal an eine Evolution Chamber begeben, um hier langsam oder sicher hier Upgrades zu erforschen. Minimath selbst rennt jetzt so ein bisschen über die Map, versucht hier wahrscheinlich ein paar Overlords abzugreifen mit seinen Ravagern. Plus 1 jetzt wirklich auch von Violet im Bau. Ja, der erste Overlord fällt jetzt hier. Plus 1 von Violet, wie gesagt, im Bau. Möchte also hier ausschließen. Plus 2 ist noch nicht im Bau für Minimath. Und das 1er Defense Upgrade sowieso nicht. Ja, jetzt gibt es so ein kleines Stalemate hier. Beide wollen nicht so richtig angreifen. Minimath versucht hier ein paar Overlords zu bekommen. Die Overlords von ihm selbst sind alle relativ weit hinten. Ich weiß nicht, ob er da schon auch welche bekommen hat, aber ich glaube fast, hier standen die gar nicht so rum. Die haben sich früh genug zurückgezogen, beziehungsweise die haben ja eingesehen, der angegriffen wurde von den Queens. Aber ansonsten, glaube ich, war das alles nicht so schlimm. Minimath scoutet jetzt, möchte er denn hin? Möchte er hier hin oder möchte er... Ja, erstmal möchte er hier hin. Die Frage ist, möchte er hier direkt die Drohne angreifen? Da stehen allerdings 2 Spinecrawler relativ gut positioniert, sowie die Queen, und die Army ist auch noch da. Wahrscheinlich versucht er jetzt hier erst abzulenken, um mit seiner Armee dann eine bessere Position zu haben. Das gelingt allerdings nicht so klasse, denn dieser Spinecrawler hier hilft gut mit. Wir sehen aktuell, eine Drone ist rausgenommen worden, 2, die dritte auch noch. 3 Roaches gegen 3 Drones. Ob man das so tauschen will, ist natürlich von den Mineralien her oder von den Ressourcen her, die die Einheiten kosten, nicht so ein toller Tausch für den Roach-Spieler. Aber Drohnen rauszunehmen ist natürlich auch mal was Schönes. Wir sehen allerdings aktuell, ist Violet in den Drohnen noch vorne. Wir sehen allerdings, dass Minimath selbst seine dritte jetzt aussortiert hat. Die vierte kommt dazu. Für Violet natürlich auch wieder eine Goldbasis. Die sollte auch langsam, aber sicher bei Minimath kommen. Und jetzt scheinen hier die Armeen sich wieder zu betasten. Wir sehen hier, wie sie in ihrem Blickfeld hin und her rennen. Plus 2 Attack-Upgrade für Minimath jetzt schon halb durch und gerade angefangen für Violet. Das heißt, da kann Minimath ein kleines Timing-Fenster hier treffen, wenn er das möchte. Sobald sein Plus 2 durch ist, vor sollte er nicht kämpfen, denn wir sehen hier, der Army-Count ist relativ gleich. Minimath hat ein bisschen mehr. Jetzt kommen allerdings hier weitere Ravager dazu und damit gleicht sich dieser Count auch aus. Muss natürlich im ZVZ immer stark darauf aufpassen, dass man nicht in diese Biles reinrennt. Hier werden wieder 3 Roaches abgesondert, die sich wieder um einen kleinen, aber feinen Angriff hier kümmern sollen. Wo möchte er denn hin damit? Erstmal bleibt er da einfach stehen. Ja, und hier steht er natürlich in einer blöden Position. Die Konkave hier ist von Violet einfach zu gut. Da kann er nicht reinrennen. Währenddessen sehen wir allerdings hier hinten ein paar Roaches angreifen, versuchen hier wieder Eko-Schaden zu machen. Insgesamt 8 Drohnen inzwischen rauen gegangen. Allerdings hier dann nicht so viel passiert in dieser Aktion. Hier werden jetzt hier schon präventiv einige Biles gesetzt. Sollte hier auch mal den Overseer rausnehmen, wobei er natürlich schnell wegfliegen kann. Aber das klappt hier sehr gut. Hat den rausgenommen. Ja, wieder schön hier so ein paar Ressourcen runterzuzwingen. Apropos Ressourcen. Wir sehen hier 1200 zu 1000. Er hat also eine ganz schön große Bank hier. Währenddessen nimmt er wieder ein paar Drohnen raus. Allerdings wurde hier auch harassed. Ich weiß nicht, ob die selbst auch Schaden gemacht haben. Ein bisschen vielleicht. Wir können mal auf den Harvester Lost Crown schauen. Nein. Weil jetzt Roaches haben keinen Schaden gemacht. Hier kommen wieder 3 Roaches angerannt von Minimath, der hier wieder eine Drohne bekommt, 2 Drohnen, 3 Drohnen, 4 Drohnen. Ich fühle mich so ein bisschen wie Graf Zahl gerade. Das ist ein guter Harass gewesen, würde ich sagen. Und immer noch eine Roach da. Schade, dass sie den nicht lasten kann. Eine Drohne ist noch da. Aber jetzt geht's hier in den Hauptkampf. Oh, da rennt er ein bisschen stark in die Biles rein hier, Minimath. Man muss hier ziemlich aufpassen. Die beiden Spinecrawler sind jetzt gefallen. Wir zoomen mal ein bisschen raus. Immer weiter werden hier die Biles eingesetzt. Wir haben viele, viele Ravager bei Minimath. Allerdings sind beide jetzt gemaxt. Plus 2 ist jetzt durch. Der versucht also hier wirklich sein Timingfenster zu treffen. Allerdings ist Plus 2 jetzt in diesem Moment auch durch bei Violet. Das heißt, der Vorteil ist dahin. Sollte vielleicht hier versuchen, mal ein paar Overlords wieder rauszunehmen. Wobei beide natürlich gemaxt sind. Das heißt, das ist eh egal. Währenddessen sehen wir hier, wie diese Roaches von Violet selbst attackieren. Wir haben 2 Drohnen, die gerade down gegangen sind, zusätzlich zur Queen. Hydra-Switch allerdings jetzt hier bei Minimath, der hier aufpassen muss, dass er die nicht direkt verliert gegen die Roaches. Das wäre das Fatalste, was passieren könnte. Beide hier mit der Muskelfaserverstärkung, dem Upgrade für die Futuralisten. Das heißt, beide wollen jetzt gleich auch auf Futuralisten gehen. Das 1er Defense-Upgrade kommt auch noch dazu für den grünen Zerg. Das ist noch nicht bei Violet erforscht. Der hier allerdings erstmal selbst auf Hydras switchen möchte. Wir haben hier ein paar Hydras. Wir sehen auch viele Spinecrawler. Wenn die fertig werden, ist das natürlich sehr gut für ihn. Ein großer Vorteil, denn beide Armeen sind gleich stark. Und wenn man dann noch statische Defense hat, dann hilft das doch ungemein. Im Ressourcenstand sind beide ziemlich gut. Das heißt, sie können beide schnell nachproduzieren, wenn gleich Einheiten fallen. Und das sieht jetzt danach auf, denn das geht hier in den großen Kampf hier. Große Konkave. Ich kann nicht mal mehr weiter rauszoomen. Es wird einfach hier alles angegriffen und Roaches gegen Roaches traden. Wir sehen, dass im Supply beide ungefähr gleich stark droppen. Allerdings scheint Violet diesen Kampf doch noch gerade so zu gewinnen. Allerdings sehen wir ganz schön viele Reinforcements von Minimath. Ich denke, dass hier das Ganze nicht wieder zurückgepusht werden kann. Wenn Violet hier vorrennt, dann sollte er damit doch Probleme bekommen hier mit den ganzen Reinforcements. Wir schauen mal auf den Larven-Count. Da ist Minimath aktuell besser. 8 Larven noch für den blauen Zerg, 7 für den grünen. Die Armeen sind ungefähr gleich stark. 5 Supply-Vorsprung aktuell für Violet. Aber ich denke, das wird sich gleich nochmal regulieren. Währenddessen sollte hier schon wieder angegriffen werden. Das klappt allerdings nicht so ganz. Wir sehen hier, Minimath hat 2 Worker mehr. Das mag einerseits gut sein, denn damit kann er natürlich ein bisschen... Oh, sehr schön, 2 Overlords bekommen. Kann er natürlich ein bisschen mehr harvesten. Allerdings ist das auch eine Roach weniger. Und eine Roach kann in so einem Fight schon viel ausmachen. Oder gar ein Hydra. Wobei jetzt hier der Hydra-Count von Minimath extrem hoch ist. Hydras machen halt eine sehr schöne DPS, hier großen Schaden, aber sobald sie von Roaches angegriffen werden, fallen sie um wie die Fliegen. Da muss hier Minimath doch deutlich aufpassen. Wir sehen hier den Lurker denn in Produktion bei Violet. Wenn der durchkommt und wenn die ersten Lurker auf dem Feld stehen, dann sieht es noch schlechter aus für Minimath, der hier wirklich die ganze Partie über den Aggressor spielt. Vielleicht sollte er einfach mal ein bisschen defensiver sein und selbst ein bisschen sich auf die Ego konzentrieren. Die Biles haben hier vollgesessen in die Hydras rein und das sieht so aus, als könnte sich hier Violet durchsetzen. Das war einfach ein sehr schlechtes Engagement. Hier ist exakt in den Biles stehen geblieben und die Hydras, die sehr wenig Hitpoints haben, sind so wirklich irre schnell umgefallen. Wir sehen jetzt hier 30 Supply Vorsprung für Violet, der selbst noch ziemlich viel Gas über hat. Minimath dagegen hat kein Gas mehr über. Jetzt kommen die ersten Lurker hinzu. Ein paar Roaches wollten die, glaube ich, noch attackieren. Nein, das ist nur ein Overlord. Der bringt also auch nicht viel. Da ist nämlich natürlich nichts drin. Keine Einheiten geladen, denn das ist ja nur normaler Overlord, kein verstärkter hier. Ich weiß nicht, wie die genau heißt. Keiner mit Bauchbeutel, Metaphose? Ja. Jetzt geht es allerdings hier in den finalen Push von Wild. Ich denke, das wird Minimath nicht mehr aufhalten können. 40 Supply Vorsprung für den blauen Zerg und Lurker. Wir haben hier aktuell nicht mal Detection, wenn ich das richtig sehe. Hier ist kein Overseer dabei. Die ersten beiden Lurker sind allerdings direkt gefallen, ohne dass sie Schaden verursachen konnten. Jetzt kommt hier der Overseer dazu, aber die Lurker graben sich hier wieder ein. Großer Schaden hier wird von ihnen verteilt und die Einheiten von Wild, die nicht mal die Lurker sind, reichen eigentlich auch schon aus, um diese Einheiten hier zu besiegen. Das war's. Violet gewinnt dieses Spiel und setzt sich damit durch gegen Minimath. Ja, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich schaue doch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken, hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.